wären wir. Ein Game Freak. Oh, ist das aufregend. Was könnte es nur für ein Spiel sein? Naja, abgesehen davon, dass es im Titel oben steht. Ja, hier haben wir einen Midorino und einen Gengar, wie die miteinander kämpfen. Oh, und er ist ausgewichen. Wie interessant. Oh, und er macht eine vollen Tackle oder was auf ihn. So geile Szenen werden wir im Ingame niemals finden. Ja, und damit sage ich ein herzliches Hallo zu Pokémon Blattgrüne Edition. Ein Spiel, das ich auch mal ganz gerne gespielt haben wollte. So, und jetzt kommen erstmal die Knopf-Tutorials. Also, das ist wohl völlig klar. Start, Select, LR, nichts Wichtiges. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer beschweren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf der Straße oder in Höhlen. Sammel überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke A, um das Abenteuer zu beginnen. Yes, I will do it. So, und da haben wir auch schon direkt den Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird vom Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Man, den Text kann ich schon auswendig. Für manche Leute sind Pokémon aus, die ihre andere tragen, kämpfen mit ihnen aus. Ich selber habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Junge, Mädel, ich bin der Junge. Wie lautet dein Name? Mal sehen. SSB Rocker ist zu lang. Nennen wir den doch einfach Red. Dein Name ist also Red. Ja, Red. Genau wie der aus Pokémon, Super Smash Bros. Brawl. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. Wie war auch gleich sein Name? Den nennen wir dann Blau. Komm. Ne, Blue meine ich. Auf Englisch. Ha. Aber ist Blue? Oder ne, irgendwie ist das immer noch so ein Gary, finde ich. Den kann ich nicht Blau nennen. Gary, komm. Bleiben wir dabei. Ja, es war Gary. Stimmt, es lag mir auf der Zunge. Ha. Idiot. Red, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Abenteuer, Wunder und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Wir schrumpfen. So, und... Oh, was haben wir hier? Red spielt NES. Okay, die Reise kann beginnen. Ja. So, ich würde sagen, fangen wir erstmal hier an, die Optionen zu konfigurieren. Erstmal Text wird schneller gemacht. Stereo Sound? Mono Sound? Ich weiß nicht, ich lasse es mal lieber so. Motiv. Ja, ach, da gefällt mir das eigentlich. Knopfbelegung. Ja, ich brauche das Hilfemenü nicht. Da wird mir überflüssiges Zeug verraten. Erstmal gehen wir am PC und nehmen uns erstmal jeden Trank mit. Also Pokémon. Was sage ich über Pokémon? Pokémon sollte eigentlich jeder von euch kennen. Jeder hat mal irgendwie davon gehört oder so. Ich spiele schon. Oh, Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Kinder vor, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Ja. Jeder kennt natürlich Pokémon. Ich habe schon von klein auf Pokémon gespielt. Damals, ich glaube, mein allererstes war die blaue Edition. Und dann auch noch rote und gelbe und Gold, Silber, Kristall, alles mögliche. Und dann, hallo Red, Opa ist gerade nicht da. Wo könnte er nur sein? Ja, ich verliere jetzt die ganze Zeit den Faden. Ja, und bis zu den Game Advance Edition habe ich es immer ganz gerne gespielt. Und da dachte ich, da Let's Play das jetzt mal. Warte, geh nicht raus. Oh, oh. Da haben wir eben Professor Eich. Draußen ist gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Graus. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja, jetzt müssen wir dem Mann hinterher rennen. Ja, und eigentlich brauche ich über die Story ja gar nicht großartig erzählen, oder? So, hier, klar. Remake vom ersten Pokémon. Opa, ich will nicht länger warten. Gary, lass mich nachdenken. Ach ja, sollt ihr zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Red. Dort liegen drei Pokémon. Haha, sie befinden sich in Pokémon. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt bin ich alt und habe nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab, Wähle. Halt, Opa. Was ist mit mir? Halb ein wenig Geduld, Gary. Auch du sollst eins bekommen. Oh, und jetzt haben wir die Chance, zwischen drei Pokémon zu wählen. Bisasam. Dann haben wir noch Shiggy. Und Glumanda. Aber ich denke mal, da ist der Pokémon Blattgrün ist. Und es irgendwie passt, sollten wir den hier nehmen. Ja. Ich mag Glumanda, also Glurak, den finde ich cool.
Deswegen wollte ich den haben. Spitznamen. Ne, muss nicht sein. Ich gebe dir nicht so gerne Spitznamen. Ich nehme dieses hier. Okay. Shiggy. Und ja, jetzt sind wir glücklich. Wir können abhauen. Oh nein. Warte, Red. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich heraus. Oh, wie aufregend. Ja, auch den Kampfablauf sollt ihr natürlich kennen. Ich weiß zugegebenermaßen um Himmels Willen aufdringlich. Ja, ja, okay. Erster Kampf. Das ist nur Tutorial-Zeug und so. Zugeben weiß ich viel über Pokémon. Ja, ich habe das der Wissen Advanced Edition sehr gerne gespielt, auch bis Smaragd und so. Die neueren der S-Version dann irgendwie wieder nicht. Ich habe einmal Diamant durchgespielt und einmal Soul Silver. Also Soul Silver fand ich da eigentlich noch ganz gut, aber Diamant hat mir gar nicht gefallen. Also irgendwie ist das nicht mein Ding, diese neuen Pokémon-Spiele. Auch die neuen Pokémons überhaupt. Ich finde, bis zur dritten Generation geht's noch. Aber danach irgendwie gar nicht mehr. Aber vielleicht bin ich einfach ein bisschen zu alt geworden, um nur weiter zu spielen. Man weiß es nicht. Und das war wirklich ein einfacher Kampf. Und vielleicht erstmal ein schönes Level ab. Gary, besiegt. Fast unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. So, und ich kriege $80 oder was auch immer. Ja, okay, okay. Er heißt noch Poké-Dollar, oder? Ich nenne das Ding einfach Dollar oder so. Okay, ich werde mein Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Opa, Red, wir sehen uns später. Tschüss. Ja, und jetzt haben wir unser Pokémon und können unser Pokémon-Trainer da sein, erstmal erleben. Was Save States betrifft, will ich mal angesprochen haben. Save States werde ich nicht unbedingt nutzen. Ich werde es gar nicht, glaube ich, erst brauchen. Ja gut, vielleicht für die Liga oder so. Ich denke eher. Also während eines Kampfes werde ich keine Save States nutzen. Außer vielleicht beim Pokémon fangen. Und beim Pokémon fangen werde ich das, denke ich mal, eher schon machen. Also nicht, na, muss nicht sein, vielleicht höchstens. Bei den Legendären, sag ich. Bei Legendären ist schon echt hart, weil ich will auch Legendäre fangen. Also kacke beim Pokémon-Spiel ist, man muss auch seinen Pokédex tatsächlich vervollständigen, teilweise. So, und ach, was könnte hier nur sein? Und ich werde jetzt auch nicht wirklich mit jedem Idioten hier reden. Ich meine, das kostet schon zu viel Geld. Hey, kommst du aus Alabastia? Natürlich. Professor Eich schickt dich, oder? Ist eine Bestellung angekommen. Wo ist das Paket für ihn ab? Yep. Okay. Bleibt mal wieder alles an uns hängen. So, jetzt aber hochzieht zurück zu ihm. Vorspulen werde ich in dem Spiel. Ich wollte eigentlich erstmal, aber ich dachte, nee, lässt du das mal lieber. Könnte vielleicht ein bisschen langweilig werden. Höchstens bei wilden Pokémons mache ich das. Aber da habt ihr auch nicht viel, was ihr verpasst. Aber ansonsten, Trainerkämpfe oder so werden alles auf normaler Geschwindigkeit ablaufen. Es sei denn, ihr wollt es anders, dann schreibt irgendwas in die Kommentare rein. Macht eh wieder keiner von euch. Aber ansonsten werde ich mich jetzt zunächst mal daran so halten. Okay, Professor Eich, hier hast du dein Fresspaket. Hallo Red, wie geht's deinem Pokémon? Er scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ja. Und der Soundeffekt war doch irgendwie aus Pokémon Smaragd oder so. Naja. Ah, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Oh oh, was willst du? Warum hast du mich hier bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Loxikon. Loxikon trifft schon. Red, Gary, diese beiden sind für euch. Ja, und jetzt haben wir ihn, unseren Pokédex, unser Ein und Alles. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen, benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Ja, es gibt gratis 5 Pokéball dazu. Das gab es nicht in den Originalversionen für den Gameboy damals. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach ein Pokéball und versuche es. Doch, du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Red, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte und dieser ist keine Game World. Ahahaha, böse, böse. Boah, das war jetzt erstmal viel vorzulesen, wa? Ja, dann machen wir uns erstmal gleich auf den Weg zu Garys Schwester, um die zu knallen. Um eine Karte von ihr zu erlangen. Hallo. Opa hatte ich um einen Boten angegeben, gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Ja, und wir haben eine Karte bekommen. Und diese Karte,
ist jetzt nichts wirklich Spektakuläres, zeigt uns halt einfach nur die einfache Map, um uns so ein bisschen zu orientieren und alles. So, und dann kann unser Abenteuer-Dasein jetzt erst richtig beginnen. Wir müssen Pokémons fangen und so. Und ja, ich bin nicht so der Typ, der eigentlich den Pokédex von alleine vervollständigt. Aber ich muss es machen, denn hier spielt man viele Sachen erst frei, indem man Pokémons gefangen hat, leider. So. Haben wir schon unseren ersten Radfratz. Alles klar. Ich glaube, ein zweites Mal angreifen wäre jetzt nicht so schlau. Ich hole jetzt einfach mal auf mein großes, mächtiges Glück und setze diesen Pokéball ein. Und gucke, was da noch so passiert, ja. Bong! Sauber. Geht doch. So, da haben wir direkt erstmal einen Eintrag im Pokédex. Ein kleines, sehr wendiges und bissiges Pokémon, was in vielen Gegenden heimisch ist. Aber ich denke nicht, dass ich mit dem kämpfen werde. Ich mag Grasfratz nicht, der ist doof. Oh oh, noch ein Pokémon. Noch eins. Nein, das muss nicht sein. Ich bin auch nicht eigentlich so der Typ, der gegen die wilden Pokémon, der kämpft. Ich fliehe immer vor denen. Keine Ahnung. Ist bei mir einfach so. So. Gehen wir jetzt erstmal links lang. Links gibt es nämlich auch ein paar Sachen zu entdecken. Ich will jetzt nicht so spoilern oder sowas, aber wenn wir jetzt hier oben lang gehen, dann kommen wir zur Pokémon-Liga. Aber da können wir nicht durch, weil wir alle 8 Orden erstmal brauchen. Und da oben wird auch noch Gary jetzt gerade sein, der gegen einen kämpfen will. Der hat schon 2 Pokémons, glaube ich, und die sind schon überstark trainiert. Deswegen wäre es jetzt nicht schlau, gegen ihn da hinzugehen, weil wir auf jeden Fall gegen ihn verlieren würden. Aber normalerweise werde ich auch gegen alle Trainer kämpfen, die mir so begegnen. So, jetzt bin ich jetzt nicht so der Schisser hier, ja? Und jetzt, na komm, kommt ja auch noch was anderes als Radfratz. Ich bin ja jetzt extra gegangen. Okay, kommt irgendwie auch noch Radfratz. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, jetzt die ganze Zeit hier alles abzuholen. Gehen wir. Hopp, hopp, hopp. Na los. Och man, das ist so nervig, bevor man den ersten Orden hat. Da geht der so langsam. Das hinterher kriegen wir etwas, damit wir schneller werden. Aber ich werde nicht sagen, was. Uho. Das würdet ihr jetzt nicht schon wissen. Erstmal kriegen wir hier einen Trank geschenkt, weil es so großzügig hier ist. Okay. Na, komm. Mach schneller. Und wir wollen hier vorbei. Und der Mann labert uns an. Ach ja, das habe ich gar nicht eben gezeigt, ne? Der hat uns den Weg versperrt. Wir durften nicht durch. Nun, jetzt habe ich meinen Kaffee und das alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Ah, du arbeitest an einem Pokédex, dann will ich einen Ratschlag geben. Der Pokédex hat mit dem neu gefangenen Pokémon aktualisiert. Du weißt nicht, wie man Pokémon fängt? Ich soll es ja wohl besser zeigen. Ja, und auch dieses Spiel besteht sehr viel aus Tutorials. Wir wissen natürlich sehr wohl, wie man Pokémon fängt. Ich meine, ich habe es gerade noch getan, aber... Nein, wir müssen uns das nochmal zeigen lassen. Natürlich. Oh, läuft das langsam. Oh, wieso spule ich irgendwie immer vor. Der alte Mann wirft einen Pokéball, ja. So sieht es auch aus. Oh, und er hat ein Hornio gefangen. Mitten in der Stadt, wo noch nicht mal Gebüsch war. So ein Cheater. Hätte ich mir gleich mal Mewtwo damit geholt. Das Blöde ist, dass es gibt kein Mew in dem Spiel irgendwie. Also auf normale Weise. Ach ja, wir kriegen noch einen Lehrkanal. Soll ich das jetzt zeigen? Egal, ich zeige euch mal kurz, was das ist. Der Lehrkanal. Hier können wir so Sachen fragen wie, wie fange ich Pokémon? Und da kommt eine ganz tolle TV-Show mit irgend so einem blöden Penner und der erklärt das Ganze. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht relevant. Also, ich lasse es. Dann hätten wir hier unsere erste Arena. Pokémon Arena. Gehen wir mal direkt dahin. Aber, oh nein, sie ist verschlossen. Und der springt doch vor alleine runter. Was soll das? Ich hab dann nicht gedrückt, dass ich runterspringe. Das hat er vor alleine jetzt gemacht. Gemein. Was haben wir auf dem Schild? Britannia City, Memoria City. Und da müssen wir auch hin. Denn da ist unser erster wirklicher Arena-Dings-Bums-Typ. So, haben wir hier noch irgendein Pokémon? Ey, nur Radfratz will er mich verarschen, oder was? Ich weiß, dass hier noch mehr Pokémon gibt. Naja, was soll's. Gehen wir jetzt erstmal in den großen, gefürchteten Britannia-Wald.